Hallo meine Freunde, das nächste Video, die nächsten Lüfter, jawohl, der Lüftergott, ja. Und zwar haben wir hier heute Enermax HF120, kompatibel mit Enermax sowieso, AuraSync, Gigabyte und so weiter. Also für alle MSI, ja, das heißt alle sind hier kompatibel ARGB, das heißt mit der Software der einzelnen Hersteller. Ja, kann man die Lüfter wunderschön steuern. Die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ja, ich habe schon mal reingeguckt. Ja, bin ich auch ganz ehrlich, ist nicht mehr verschweißt. Ich war ja mal neugierig, ja, auch aufs Zubehör. Und ja, die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Zubehör. Das, was hier alles so drin ist, da haben wir hier so einen kleinen Karton. Da ist hier jede Menge drin. Ja, jetzt ist der Karton leer. Legen wir mal auf Seite. Da haben wir zum Beispiel als erstes schon mal hier zwei wunderschöne Klettverschlüsse. Das heißt Kabelbinder, um das Kabel zu verlegen. Einmal in Rot, einmal in Schwarzrot. Ja, ich finde die Klett ganz gut. Die kann man immer wieder verwenden. Ne? Die muss man nicht kaputt schneiden. Ja, also zwei Stück sind an der Zahl mit dabei. Dann haben wir hier eine kleine Bedienungsanleitung. Ja, hier ist nochmal erklärt, wie die angeschlossen werden und so weiter und so fort. Wir haben auch hier einen Controller mit drin. Wir haben ein Y-Kabel, ein Stromkabel, ja, und so weiter. Verschiedene Stromkabel sogar. Ja, also einmal für Molex, einmal für SATA. Ja. Hier stehen auch nochmal die ganzen technischen Daten. Ich sage mal, technischen Daten schaut euch am besten mal auf der Seite an. Ja, die haben also eine Max-Umdrehung von 1600 Umdrehungen, sind PWM-Lüfter. Auch ganz wichtig, ja, und steht hier auch alles nochmal drin. Hier haben wir das sogenannte Y-Kabel, da können wir an einem Anschluss, ja, vom Bord, ja, entweder nehmt ihr da Fan 1, Fan 2, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr sie auf einen Radiator machen wollt, ja, auf eine Wasserkühlung, ganz einfach direkt an den CPU-Fan anschließen und hier schließt ihr dann die drei Lüfter an. Ja, also das ist auch dabei, das Kabel. Ne? Dann habt ihr nämlich alle drei gleichmäßig laufen, gerade für den Radiator oder wenn ihr sie als Gehäuselüfter nehmt. Ja, auch hier kann man natürlich dieses Kabel dann verwenden. Hier haben wir schon mal einen Adapter von Molex auf 12 Volt. Ja, würde ich nicht mit 12 Volt laufen lassen. Wenn man schon PWM-Lüfter hat, dann auch schön einstellen, ja, dass die nicht die ganze Zeit auf 12 Volt laufen. Ich glaube, auch mit 1600 Umdrehungen wird man die bestimmt hören. Ja, also darum, man kann das nutzen, wer das möchte. Ja, wer sagt, okay, ich habe noch einen alten Rechner, ich habe keinen Fananschluss mehr frei oder, kann man natürlich auch hier den Molex-Adapter nehmen und hier kommt dann praktisch, ja, wenn man möchte, das Kabel dran und dann kannst du drei Lüfter direkt über 12 Volt laufen lassen. Hier haben wir die Lüfterschrauben in schwarz gehalten. Ja, also für drei Lüfter sind die Schrauben dabei. Und hier haben wir noch ein Tütchen. Hier ist dann, wie gesagt, wer jetzt auf dem Bord kein ARGB hat, dann kann man das Ganze hier über diesen Controller laufen lassen. Ja, wir können also hier die einzelnen Einstellungen vornehmen. Ja, hier kommt das ARGB-Kabel dran, hier ist so ein Hütchen drauf und auf der anderen Seite kommt dann das Stromkabel dran. Ja, da haben wir hier meines Erachtens eine der besten Möglichkeiten, SATA. Ja, SATA ist heute praktisch an jedem Netzteil dran. Hier kommt der Stromanschluss, dann wird es hier das Käbelchen, kommt hier rein, guckt, dass er richtig reinsteckt. So, ja, hier kommt jetzt der ARGB, das ist das Kabel ja hier. Und dann kannst du hier alle drei Lüfter anschließen und kannst das hier mit der Steuerung steuern. Oder wie gesagt, ihr schließt die direkt ans Bord an. Ja, das heißt, dann kommt dieses Kabel, das kennen ja viele, 3-Pin auf den ARGB-Anschluss vom Bord. Und hier kommen eure drei Lüfter dran. Ja, und dann könnt ihr das Ganze über die Software vom Bord dann auch steuern. Wie gesagt, MSI, Gigabyte und so weiter. Ja, da habt ihr dann hier praktisch alles, was man braucht. Entweder ja, mit dem Controller oder eben ja, direkt ans Bord anschließen. Und hier haben wir nochmal, warum der jetzt hier drin ist, weiß ich gar nicht. Achso, für den Controller. Ja, den kann man dann hier mit so einer M3-Folie, ja, das ist so ein Magnetstreifen,
kann man das Ganze hier festkleben, ja, und dann kann man den hier irgendwo ans Gehäuse, ja, festhängen. Ja, da ist so eine M3-Folie als Magnethalter mit dabei. Ja, ist auch nicht verkehrt. Ja, wer aber nicht möchte, der kann den auch so irgendwo hinlegen. Ja. Oder man nimmt doppelseitiges Tesa und klebt ihn so irgendwo hin. Ja. Wichtig ist nur, der sollte ja dann schön irgendwo außerhalb liegen. Das Kabel ist auch schön lang dafür. Das heißt, und auch hier der Anschluss ist ja sehr klein. Ja, den kann man durch die kleinste Öffnung vielleicht hintenrum irgendwo rauslegen. Ja, und da kann man das Ganze außerhalb vom Gehäuse, ja, da muss man das Gehäuse nicht immer aufmachen. Wenn man jetzt mal hier umschalten möchte, ja, kann man das hinten vielleicht irgendwo rauslegen. Ja, den Controller. Ja, ich finde es eine gute Sache auf jeden Fall. So, und dann haben wir das ganze Zubehör schon mal durch. Und dann gucken wir uns doch ganz einfach mal die Lüfter an. Packen mal einen aus hier. So, Pappe legen wir auf Seite. Oh. Ja, und die sind natürlich schneeweiß. Ja. Ein Anschlusskabel ist zwar alles schwarz. Ja, manche sagen dann immer, ja, wenn man das sichtbar oder wenn man sieht, wäre natürlich schön, wenn das auch in weiß dann wäre. Ja, man kann nicht immer alles haben, sage ich immer. Ja, aber ja, ja, ich mache immer ein bisschen runter, dann seht ihr, glaube ich, ein bisschen mehr. Genau. Ja, also. Schneeweißer Lüfter. Ja, die Lüfterblätter sind so ein bisschen, ja, milchig, sind zwar auch ein bisschen durchsichtig, aber passend. Also wenn ich das hier sehe, ich sehe das auf dem Monitor hier, sieht das Ganze wirklich schön aus. Wir haben hier schön überall große, sehr große Gummiecken von beiden Seiten. Das heißt, der Lüfter ist auch komplett entkoppelt. Ich finde das auch immer ganz wichtig. Ja, da musst du nicht extra noch irgendwie Gummis oder sonst irgendwas. Ja, der ist also hier von beiden Seiten, egal ob man den als saugend oder blasend einbaut, ja, ist der komplett entkoppelt. Dann haben wir hier einmal das Anschlusskabel für den PWM-Anschluss. Ja, man kann sie auch einzeln, wenn natürlich jetzt ein Board hat, ein neueres Board mit vielen Anschlüssen, kann man natürlich auch hingehen, wenn man sie als Gehäuselüfter jetzt verbauen sollte, jeden einzelnen Lüfter auf einen Fan-Anschluss anschließen, ja, und das ARGB-Kabel dann eben über den Adapter. Ja, und hier kann man sogar hingehen, ja, und auch hier weiter schleifen. Ja, das kennt ihr mittlerweile bei den manchen Lüftern, nicht alle haben das. Ja, muss ich auch dazu sagen, aber Enermax hat es hier auch wieder mal verstanden, bin ich der Meinung. Das Kabel ist auch hier, guckt euch die Länge an, unheimlich schön lang. Ja. Und dann kann man jetzt hier den ersten aufs Board, hier den zweiten und so weiter, den dritten, ja, immer wieder schleifen. Da musst du dieses Kabel hier gar nicht anschließen. Ja, ist auch ganz wichtig, wer zum Beispiel ein weißes System bauen möchte, ja, dann sieht man also wirklich nur dieses weiße Kabel und hat mit dem schwarzen nichts zu tun. Wie gesagt, hier kommt dann der nächste Lüfter drauf und der nächste wird wieder eingesteckt und der nächste an den nächsten Lüfter. Ja. Also, sehr schöne Sache, macht mir einen sehr guten Eindruck. Wir haben hier den Schwerpunkt wieder schön in der Mitte liegen. Ja, und natürlich wollen wir uns die auch mal anhören. Ja, wie leuchten die, wie sehen die aus und so weiter. Ja, und darum ja, sind ja drei Stück, das ist so eine Dreierpackung. Hier sind also noch zwei Lüfter drin. Ne. Ich mache aber jetzt mal einen, denn vielleicht machen wir auch direkt mal einen kleinen Vergleich. Und ihr wisst ja, wenn ich Lüfter vorstelle, nehme ich immer die Matte, damit das fair bleibt, ja, damit hier nicht die Vibration jetzt über den Tisch übertragen wird. Ja. Stellen wir das Ganze hier wieder auf, ungefähr dieselbe Entfernung wie sonst auch. Und dann nehmen wir uns natürlich hier die ganzen Sachen, die wir brauchen, mal dazu. Das heißt, wir nehmen mal den PWM-Anschluss. Muss ich gucken, dass ich den richtigen nehme. Genau. So. Ja, und dann geht das Ganze hier über mein Aquero. Da kann ich den auch schön mit steuern. So, und dann müssen wir natürlich noch einen Controller haben, damit wir die Beleuchtung sehen. Dann nehmen wir den, der da ja dabei ist. Ja, das ist ja der Controller, der dabei ist. So. Ich stecke mal jetzt auch mal SATA ein.
Ja, da war noch SATA-Anschluss. So, dann haben wir das auch. So, legen wir hier oben drauf. So, dann können wir das Ganze jetzt hier einstecken, das Hütchen ab. Und dann stecken wir den hier ein. Bei 3 Pin kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Der geht nur in eine Richtung, hält auch sehr schön, rutscht auch nicht schnell raus. Ja? Also auch eine gute Sache. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon öfters Lüfter verbaut habt. Die wackeln manchmal, die kannst du so oder die fallen fast von alleine raus, kann man sagen. Ja? Also das ist auch immer wichtig, dass die schön halten. Ja, und dann können wir einfach mal das Netzteil einschalten. Der wird jetzt erstmal auf Null bleiben, der Aquero schaltet sich jetzt erstmal ein. Ja, und wenn der startet, läuft er eigentlich auf 35%. Ja, erstmal die Beleuchtung. Ich werde mal, glaube ich, ein bisschen Licht ausschalten. Gucken wir mal. So, dann machen wir hier schon mal den aus. Ja, dann machen wir hinten den auch aus. So, ja, da haben wir also eher eine wunderschöne Beleuchtung. Also der hat wirklich, halt, das war davor, genau, ich glaube, dann sieht man es besser, wenn was Dunkles davor ist. Also eine sehr schöne Leuchtkraft. Jetzt setzen wir mal einen Karton und der pustet unheimlich gut. Also das bei 35% hier, der bläst schon richtig anständig. Ja? Also das seht ihr hier, wunderschön. Ja. Jetzt können wir natürlich hier wieder Spielereien machen, indem wir hier den Mod ändern. Jetzt gucken wir mal, wo ich hier was ändern kann. Welcher Knopf ist dafür da? Hier haben wir die Schnelligkeit. Können wir also die Schnelligkeit der Umdrehung ändern. Hier müsste Mod sein. Da tut sich noch nichts. Blau aus Grün. Ah, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir nur Blau. Ja. Jetzt Grün hier im Farbwechsel. Halt ihn nochmal hoch, dann seht ihr es vielleicht besser. Also die Leuchtkraft ist schon sehr gut. Ja. Kommt im Video aber trotzdem immer nicht so rüber, ja, wie man das eigentlich will. Dann haben wir Rot. Dann haben wir hier so einen Wechsel. Schneeweiß ist auch sehr gut. Also sehr schön hell. Ja. Und dann haben wir hier wieder so einen Wechsel. Ist auch sehr schön. Dann macht er hier den Farbwechsel. Und hier haben wir wieder die RGB. Also ein Blinken kann man auch machen. Sieht auch hier ganz sehr gut aus. Ja. Also man kann da natürlich rumspielen, ja, da hat man natürlich viele, viele Möglichkeiten. So, jetzt haben wir mal, gucken wir, dass wir hier die RGB reinkriegen. Die soll aber Standard bleiben, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir, glaube ich, ja. So, also wie gesagt, die RGB. Ja, sieht sehr schön aus. Also toll. Tolle Farben. Ich finde ja weiße Lüfter sowieso, ihr wisst ja, ich stehe sowieso so ein bisschen auf weiß. Ne? Ja, aber sehr schön. So, und jetzt stellen wir den mal wieder hier drauf. Ja. So, und dann gucken wir mal, was wir hier haben beim Aquero. So, da muss ich wieder auf Regler gehen. Vorgabewert. Wert, ja, 35%. Jetzt gehe ich mal hoch auf 50%. Ja. Hört man ein bisschen, glaube ich jedenfalls. Also ich höre schon. Jetzt gehe ich mal auf 100%. Direkt mal auf 12 Volt. 1600 Umdrehungen. So, jetzt haben wir. Ja, das hört man, klar. Ne? Ja. Und ich jetzt zum Vergleich, damit ihr da auch mal wieder einen Vergleich habt. Ich hatte mir hier nämlich, genau, ja,
nochmal den Artic, den 0dB, ja, den habe ich euch schon öfters vorgestellt. Ne? Ist ja auch ein sehr schöner Lüfter. Ja, wenn wir den jetzt noch zum Vergleich dazu schalten, ja, dann gucken mal, damit wir da mal einen Vergleich haben. So, muss ich eigentlich einfach hier mit anschließen. Genau. Und die RGB könnte ich auch hier an den Anschluss machen. Ups, da ist er. So. Na, wo bleib stehen? So, jetzt. Wenn ich jetzt mal... Nein, der ist auch von der Leuchtkraft her fast gleich. Nur der ist im schwarzen Rahmen hier ein weißer. Der weiße kommt natürlich ein bisschen besser rüber. Jetzt mache ich mal den Enermax aus. Ja. Den hört man auch. Ja. Jetzt nochmal den Enermax dazu. Also schon eine andere Geräuschkulisse, auf jeden Fall. Ja, aber wann laufen die mal auf 12 Volt? Da müsst ihr immer wieder von ausgehen. Aber da habt ihr mal wieder einen Vergleich. Ja, also es ist, der Artic ist natürlich wirklich, der hat bisher also fast in der Geräuschkulisse, nur der hat vielleicht jetzt nicht genau die Werte, aber der hat auch mehr Umdrehungen. Er hat ja fast, ich glaube 2000, was haben wir hier? 2200 oder was war das? Oder 2000 hat der Artic, ja. Ne, der hat 1600. Also da ist auch schon wieder ein Unterschied, ne? Aber da ist bei dem Enermax mehr Bums. Also da ist viel mehr Luft, ja. Also da muss ich einfach mal sagen, ja, ist hier okay. Ja, man merkt den Luftzug, aber hier... Das ist schon richtig, also das ist ein Riesenunterschied. Das kann ich jetzt leider nicht sichtbar machen, ja, aber. So, also der Artic hat 2000 Umdrehungen, ja, und 82 Kubik. Aber irgendwas kann da nicht stimmen, weil ich merke das ja, man fühlt das ja, ja, dass hier einfach viel mehr Luftdruck ist. Ja, also da bin ich der Meinung, kann irgendwas nicht stimmen. Also der kann nicht mehr haben, ja, wie der, weil das funktioniert nicht. Also ja, auch nicht irgendwie zentrierter oder dass jetzt manche da sagen, gut, es kommt ja drauf an, der ist vielleicht zentriert. Nein, also man merkt das, wenn man ja nun wirklich eine Hand dahinter hält und merkt den Luftdruck, der da kommt, oder überhaupt die Luft, die da kommt. Und das ist hier einfach bei dem Enermax wirklich deutlich, deutlich mehr. Ja. Ich könnte jetzt mal zum Vergleich sogar noch mal einen anderen nehmen, der sogar auch noch ein bisschen mehr Luftdruck hat. Ja, das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja. Ich sage immer, schreiben können die Hersteller alle viel, ja, aber wichtig ist, dass man das auch wirklich dann mal sich vergleicht und ausprobiert. Es ist immer schlecht zu zeigen, ja, so ein Luftdruck. Wir nehmen mal den Noise Blocker dazu, ja, den NB E-Loop X. Ja, der hat eine Umdrehungszahl von 1500, also nochmal 100 weniger wie der Enermax, hat aber 98,7 Kubik. Also der hat ja nochmal fast 20 Kubik mehr. So, da wollen wir jetzt einfach mal gucken, wenn wir den jetzt anschließen, wo wir da landen. So, jetzt gucken wir mal, haben wir das Kabel dran. Müssen wir den auch mal leuchten lassen. Können wir auch machen. Ne? So, komm her. Jetzt sind wir endlich wieder beim Lüftertest. Ich wollte eigentlich nur die Enermax kurz vorstellen. Ja? Aber ich bin der Meinung, das kann man vielleicht doch direkt... Halt, da hängt das Kabel. So. So,
der ist jetzt einmal hochgefahren, das machen die Enermax, ja, die fahren einmal komplett hoch, fahren dann wieder runter, der läuft jetzt auch auf 35% und man hört, ja, eigentlich nichts, ne? So, jetzt machen wir den Enermax dran und ihr hört schon wieder, ja, ja, man hört ihn, ja, das ist einfach so, kann ich auch nicht wegblenden. Ja, will ich auch gar nicht wegblenden, ihr wisst, ich will da immer ganz fair bleiben, euch genau so das zeigen, wie alles ist. So, jetzt machen wir hier trotzdem auch mal das Licht an, damit man da vielleicht auch mal den Unterschied sieht. So, also ein ganz anderes Licht. Ja. Ja. Der ist natürlich auch glasklar, der Flügel hier. Da kannst du ja richtig meine Hand dahinter sehen. Hier siehst du meine Hand dahinter nicht. Ja, also kaum. Ist hier natürlich beim Enermax viel kräftiger. Jetzt machen wir das gleiche nochmal wie eben. Denn das will ich jetzt einfach mal wissen. Nein, ich muss auf zurück. Jetzt wird so, jetzt gehen wir mal hoch. Jetzt fahren wir wieder auf 100%. So, was wir hören, ist der Enermax. Stecke ich den mal aus. Ja, und der Noise Blocker ist, ich glaube, fast leiser wie der Matic oder gleich. Ja. Vielleicht mache ich demnächst dann noch mal ein Video, wo ich noch mal so Lüfter vergleiche, die ich noch nicht verglichen hatte. So, jetzt hält man den Enermax wieder ein. Ja, und jetzt kommt noch mal der Test. Einmal hier. Tja. Das ist ein Riesenunterschied. So, meine Freunde, also ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, weil das ist mir einfach jetzt so ein bisschen, ich ziehe den noch mal aus hier, ja, ich ziehe den auch noch mal aus, dann hört er mich besser, glaube ich. So, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, ich habe, das hat mir keine Ruhe gelassen mit diesem Luftdurchsatz, ja, oder Airflow. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal direkt auf Enermax Seite geguckt, habe auch bei Geizhals geguckt, da sind ja auch immer die technischen Daten angegeben. Ja, da steht Luftdurchsatz 122,3 Kubik. Ja, und das schätze ich mal eher. Ja, hier steht ja nur Airflow. Ja, hier steht Airflow. Jetzt weiß ich nicht, ob man sich hier irgendwo vertan hat, ja, oder ob es auf der Verpackung irgendwie falsch aufgeschrieben ist, ja, das ist natürlich dann auch, ja, irgendwo klar, ne? Also das leuchtet mir ein, denn das ist ein Riesenunterschied, das ist wirklich ein Riesenunterschied, wenn ich hier meine Hand oder hier, ja, oder auch bei dem Arctic-Lüfter jetzt eben, ja, also das ist ein Riesenunterschied. Ja, und dann leuchtet mir das ein, ja, ich stelle den nochmal dahinter, dann leuchtet mir das ein, 122,3 Kubik, ja, das ist nochmal über 20 mehr wie der Noise Blocker und fast 50 mehr wie der Arctic, ja, also da muss ich dann so schon sagen, ist das schon der Hammer, ja, ja, also, wie gesagt, ich hatte jetzt auf der Verpackung geguckt, aber das kann eigentlich nicht stimmen. Ja, und direkt auf der Arctic-Seite, ihr wisst ja, es sind neue, ganz neue Lüfter, die sind ja ganz neu, die Enermax hier. Ja, und da steht überall 122,3 Kubik. Ja, ihr könnt gerne mal, ich mache den Link mal unten rein, könnt ihr gerne selber drauf gucken, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Also das ist schon der Hammer. Ja, und wie gesagt, ich habe es ja wirklich, man fühlt das sofort. Ja, wenn ihr die mal habt, dann habt vielleicht noch irgendwo alte Lüfter, könnt ihr daraus genauso machen wie ich auch. Könnt ihr das vergleichen. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Ist aber auch klar,
mit 122 Kubik, sage ich jetzt mal, die drei lassen wir weg, ist das schon ein Wahnsinn. Ja, und das merkt man. Und darum muss ich sagen, Enermax, toll. Er hat zwar seine Lautstärke, ja, das habt ihr selber mitbekommen, aber wenn der eben auch runtergeregelt ist, hat man da auch das nicht so extrem, ja, ist auch ein bisschen leiser, ne? Aber das müsst ihr entscheiden. Ja? Wichtig ist meines Erachtens, wir wollen alle vernünftig gekühlt haben, wir wollen vernünftigen Durchfluss haben, wir wollen das Ganze, dass das ganze Gehäuse schön, CPU, Grafikkarte, alles schön gekühlt wird. Und da muss ich hier einfach dem Enermax einfach mal ein Lob aussprechen. Also bei 122 Kubik. Und wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, ich habe das auch sehr gut gemerkt. Ja, jetzt verglichen mit zwei Lüftern. Und es ist einfach ein Riesenunterschied. Absolut toll. Ja, er ist lauter. Das habe ich gehört, das werden wir auch im Video natürlich mitbekommen, das werdet ihr mitbekommen haben. Ja. Aber wie gesagt, das ist schon toll. Ja. Wenn ich die Leistung brauche, kann ich sie abrufen und habe hier richtig Bums. Ja. Ich werde natürlich die Lüfter verbauen, ganz klar. Ja, das heißt, ich werde ein Video machen. Weiß noch nicht, ob ich sie dann als Gehäuselüfter oder auf einen Radiator setze. Da muss ich mal gucken. Ich glaube vielleicht sogar auf einen Radiator. Ja. Und da gucken wir uns das ganz einfach mal an, was der da so leistet. Ja. Also da bin ich schon. Und die Leuchtkraft ist auch dementsprechend, ja, verglichen mit dem Arctic, naja, fast identisch. Klein bisschen gebe ich dem Enermax noch nach vorne, weil einfach durch das Weiß leuchtet das Ganze natürlich noch ein bisschen heller. Ja, ist auch ganz wichtig. Wenn du einen schwarzen Rahmen hast, ist das immer etwas dunkler. Ja, jetzt gerade auch bei dem Noise Blocker, das ist ja immer etwas dunkler. Aber ansonsten ist der von der Leuchtkraft her wirklich auch sehr empfehlenswert. Also wirklich toll. Ihr könnt alles damit machen, alle Einstellungen, ja, also wenn ihr da drehen lassen wollt, nur rot, nur weiß und so weiter, das ist ja alles gar kein Thema. Ja. Und ansonsten, der Preis kann ich euch auch da, muss ich mal gucken, ob ich da noch einen Preis jetzt finde. Weil bei Geizhals ist er noch nicht gelistet, das heißt, da haben wir noch keine Preise. Und jetzt gucke ich mal gerade, ob da schon irgendwo Preise veröffentlicht sind. Da müsste man dran denken, er ist ja ganz neu. Da ist er, der HF. So, Spezifikation. Wir gucken auch nochmal auf die Spezifikation. Gucken wir hier nochmal den Luftdruck. Ja, 122,3423, ja, also das ist schon. Ah, jetzt guck mal hier, Nose Never, Airfloor, haben zweimal angegeben, ja, einmal Kubik und einmal CFM, also auf der Verpackung steht der CFM-Wert, nicht die Kubik. Ja, ist auch ganz wichtig, weil die CFM, der ist 22,5 bis 72. Ja, das, was ich eben gedacht habe. Aber die Kubik ist auch hier angegeben mit 122,4, ja, Kubik. Also das ist, das merkt man, ja. dB-Zahl kann ich auch sagen, ist bis 27 dB, ja, wenn das interessieren sollte. Ja. Also, jetzt gucken wir mal, ob wir hier Shop finden. Gucken wir mal, ob der schon irgendwo gelistet ist. Doch, hier ist es. Hier steht noch neu. Dreierpack. Ja, 44,90 €. Ja, also haben wir das auch. Also 44 € für drei Stück. Wenn ich jetzt vergleiche, die Arctic haben natürlich viel weniger Kubik, kosten 39, also 40 €. Hier haben wir 45, also 5 € mehr. Ja. Haben wir da was mehr in der Verpackung? Ja, wir haben den Controller mit dabei.
der ist bei Arctic nicht dabei. Wir haben das Y-Kabel dabei und so weiter, was eben bei Arctic auch nicht dabei ist. Wenn man so einen Controller kauft, ja, da muss man auch mit 5, 6 Euro oder sogar bis zu 10 Euro muss man auch rechnen. Also da bin ich der Meinung, gut, zum Noise-Blocker hin, ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja, da ist natürlich der Preis pro Lüfter, glaube ich, liegt bei über 25 Euro oder irgendwie 23 Euro, ja, mal 3. Ja, da bist du ja weit über 60 Euro schon. Ne? Ja, also, Enermax, muss ich sagen, ja, das war jetzt hier auf der Verpackung wirklich ein wenig verwirrend. Hier steht es auch, CFM, hier steht nämlich nicht Kubik. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir die Kubikzahl ja haben. Ne? Und ja, da kann ich nur sagen, ist der Lüfter wirklich toll. Ja? Und wie gesagt, ich werde sie verbauen und dann gucken wir uns das Ganze mal an, ja, wie das Ganze aussieht. Und hat wirklich eine richtig tolle Leuchtkraft, muss ich wirklich mal dazu sagen. Sehr schön, auch die Flügelanordnung hier, ja, das seht ihr vielleicht. Ich stehe mal ein bisschen näher, da müsste ich hier mal wieder ausmachen. Weiß ich, ob ihr das seht, wie die Lüfter angeordnet sind, so ein bisschen hier mit, ja, so Einbuchtungen, also sehr schön angeordnet. Und wie gesagt, also die Kubik, das merkt man, also das ist ein Riesenunterschied, muss ich dazu sagen. Also das war wirklich ganz großes Kino, kann ich nur dazu sagen. Ja, aber wie gesagt, ich muss auch da fair bleiben, die Lautstärke ist natürlich auch gegeben, ja, aber ja, es kommt immer darauf an, was wollen wir, ne? Wie wollen wir es haben und so weiter. Ja, wir wollen es kühl haben, wir wollen unheimlich gucken, dass alles schön gekühlt ist. Ne? Manche sagen, gut, mein Rechner steht nicht direkt neben mir, der steht vielleicht irgendwo ein bisschen weiter weg oder auch je nachdem neben dem Tisch. Ja, da ist mir das egal oder ich habe auch den Headset auf, ja, da kriege ich das auch nicht mit. Wichtig ist ja, im normalen Betrieb kann der ja viel weniger laufen, hat aber immer noch dadurch viel mehr Druck. Ja? Und wenn ich dann zocke, dann kann er ja mit 70-80% laufen, ja, oder auch mehr. Das kommt immer auf die Einstellung an, die ihr vornehmt. Ja? Und dann hast du natürlich richtig Bums. Also, ja, ich kann euch nur sagen, so wie ich das denke, also, und so wie ich das hier erlebe mit dem Lüfter, also der Bums ist schon klasse. Also wirklich, ich habe schon jetzt viele Lüfter, ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt Enermax, ich habe diese, ich habe ja schon Alpen, was ich schon alles Be Quiet, aber den Luftdruck habe ich wirklich, das war schon Riesenunterschied, ganz toll. Meine Freunde, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt, einfach in die Kommentare. Ihr könnt doch gerne auf Facebook kommen, war jetzt auch wieder jemand, der hatte erst bei YouTube geschrieben. Er hat ein Problem, hat den kompletten Rechner gekauft, die Lüfter liefen gar nicht bei ihm und. Das war ein ganz neuer Rechner, habe ich erst geschrieben, sollen umtauschen. Ja. Dann hat er zurückgeschrieben, ah nein, da wird ja nicht schon wieder Windows und weiß ich, alles runterschmeißen, alle Programme hat er schon drauf und. Das macht er auf keinen Fall. Ja. Dann hat er mich gefragt, ob er mich sonst mal Bilder schicken könnt, habe ich gesagt, komm auf Facebook, schick mir die Bilder von den Anschlüssen und so weiter. Ja, und da war natürlich auch ein Controller und da habe ich geschrieben, guck mal, wo die Kabel hingehen, ja, und wie der Teufel das will, da war ein Stromkabel nicht angeschlossen, ja, und war wahrscheinlich beim Transport oder weiß ich wie ausgegangen. Ja, und jetzt hat alles geklappt, der hat sich gefreut, alles läuft jetzt, ne? Also so kann ich natürlich den Leuten dann weiterhelfen, ne? Ihr habt alle Möglichkeiten bei mir, ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, mit Fotos schicken, ja, und darum, wenn ihr irgendwas wissen wollt, immer raus damit, ja, ich beantworte wirklich eigentlich immer sehr schnell und gebe mir auch Mühe, das immer alles hinzukriegen und rauszukriegen für euch, wenn ihr Probleme habt, ja. Und so ist es auch bei den Lüftern. Ich kann sie vorstellen, kann euch da meine Meinung sagen, ja, und kann sagen, der Luftdruck ist gigantisch, ist absolut gigantisch, ja, ist einfach so. Aber die Lautstärke, das habt ihr ja mitbekommen, ne? Und gut, wer weiße Lüfter sucht, sie sind schneeweiß. Sie sind nicht gilbig oder Elfenbein oder sonst. Die sind wirklich absolut schneeweiß. Und wer sich ein schönes System machen möchte, auch von hinten, ja, wenn man die also so rummontiert, ihr seht, auch da kommt von der Beleuchtung noch jede Menge rüber. Ja?
Also richtig toll, auch wenn man die als saugend irgendwo montiert im Gehäuse, ja, kommt da noch schön was rüber. Finde ich ja auch immer wichtig, ja, das wisst ihr ja, wenn man einen Lüfter so rum, ja, montiert, ja, so dass die Luft nach unten rausgedrückt wird oder nach oben oder so, ja, dass da auch noch von der RGB schön was zu sehen ist. Ja, und das ist hier auch gegeben. Ja. Also, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ja, die nächsten Lüfter kommen bestimmt irgendwann. Und ja, nächste Projekt ist auch schon in der Mache. Ja, ihr habt ja gesehen, mein Rechner jetzt oben, also mit dem Schiefdeckgehäuse. Sehr schönes System, muss ich sagen. Ich bin echt froh. Da hast du wieder alles, was das Herz begehrt. Nur eben kein RGB, keine Wasserkühlung und so weiter. Ja, ich habe euch ja gesagt, empfehlen würde ich, wer das als Gaming oder als teils nehmen möchte, da eine 120er oder 140er I.O. zu verbauen. Dann hat man auch noch ein bisschen bessere Temperaturen. Ja, denn der kleine Lüfter ist zwar okay vom Be Quiet, ja, aber ihr habt es ja selber gesehen, ne, also die Temperaturen gehen, ja, aber könnte besser sein. Ne. Darum, gut, wie gesagt, die Lüfter auch auf eine Wasserkühlung. Ich versuche es zu machen, ja, denn mein nächstes Projekt steht schon hier hinten. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, genau. Ein wunderschönes Thermatec-Gehäuse habe ich da. Und das gefiel mir eigentlich sehr gut. Ist wohl fast ein Ausläufer. Viele Händler haben es nicht mehr. Ja, aber ich habe mir trotzdem gedacht, ich möchte es euch trotzdem zeigen. Ich will da auch was ganz Neues mal wieder versuchen. Mal was. Ja, lasst euch einfach überraschen. Ich will gar nicht so viel verraten. So, meine Freunde, jetzt habe ich hier genug gequatscht. Genau, ne, über ein paar Lüfter. Aber wichtig ist immer, ich will es so ausführlich machen, wie es geht. Ich will euch alles sagen, zeigen, vergleichen, machen, tun. Hier, 3 Stück, knappe 45 Euro. Jetzt bei Alternet, vielleicht gibt es demnächst auch so irgendwo noch Angebote, dass sie sogar noch ein bisschen günstiger werden. Ja? Aber wichtig ist, wir haben auch alles dabei, was wir brauchen. Ja? Controller, Anschluss, Klettverschluss, Schrauben, alles ist dabei. Ja? Ist auch immer ganz wichtig. So, und was sagt der Kalle immer ganz zum Schluss? Genau, meine Freunde, bleibt gesund, ganz, ganz wichtig. Ja, wir werden uns wiedersehen und tschüss zusammen.